Ach, der ist schwarz. Mann, schon wieder der Fehler gemacht. Oh. Alter, das ist mir schon mal passiert. Ich hol Klarlack. Moment, ich kenn schwarzer Lack. Etwas zu verleimen kann manchmal ganz schön ärgerlich sein, wenn man sich nicht die richtige Hilfe baut, um etwas richtig verleimen zu können. Dieses Video entsteht auch nicht aus ungefähr. Dieses Video entsteht, weil ich gerade selber vor dem Problem stehe und mir vor kurzem einen provisorischen Helfer gebaut habe. Generell nutze ich ja sehr, sehr gerne meine Rohrschraubzwingen, weil die schon mal ein Problem eliminieren. Wenn ich etwas verleimen möchte, speziell wenn ich ein Brett verleimen möchte, dann habe ich oftmals ein Problem. Es ist egal, ob ihr jetzt hier Stirnholz oder Längsholz verleimt, nur diese Leisten hier muss ich sowieso verleimen, deswegen zeige ich es hier gerade. Wann immer ihr ein Brett verleimt, bei dem ihr viele, viele Riegel habt, also viele einzelne Lamellen oder Bretter, dann ist oftmals die Gefahr groß, gerade wenn man das verleimt, dass diese einzelnen Lamellen beim Verleimen nach oben rutschen und wir später viel mehr Holz brauchen, weil wir das hier erst nochmal runterschleifen oder fräsen müssen, damit wir auf unsere gewünschte Dicke kommen. Jetzt kann ich dieses Problem schon mal relativ gut ausmerzen, wenn ich zunächst hier oben Spanndruck ausübe. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Leim aufgegeben habe, dann spanne ich immer als erstes mit da oben der Zwinge und drücke das Ganze relativ stark nach unten und dann übe ich erst Spanndruck mit diesen beiden Zwingen aus, weil wir dann halt eben so größtenteils verhindern, dass das Brett sich verschiebt. Denn normalerweise muss man immer schauen, dass man außen etwas Überstand lässt, schnappt sich so zwei Leisten, muss die vorher sogar noch mit Klebeband einwickeln, damit das Holz nicht auf diesem Holz hier festgeleimt wird. Und dann muss man das Ganze hier nochmal zusammendrücken, damit das Ganze halt eben bündig bleibt. Das ist relativ aufwendig und wenn das Brett länger wird, dann brauchen wir 2, 4 und manchmal auch 6 Schraubzwingen extra mit diesen Kanthölzern, damit wir das Brett gerade halten können. Also um dieses Problem soll es auch gar nicht gehen. Dieses Problem habe ich so schön umgangen, weil ich halt eben mit meinen Rohrzwingen das Ganze schön nach unten drücken kann. Es gibt aber noch manche Situationen, da ist es auch wichtig, dass das Brett nicht seitlich verschiebt. Und wenn ihr mal viel verleimt habt, dann merkt ihr, dass das manchmal ganz schön nervig sein kann. Und bei manchen Dingen sollte das halt eben nicht passieren, weil das halt eben später sonst blöd im verleimten Brett aussieht. Bei Längsholz ist das gar nicht so schlimm, bei Stirnholz ist es aber blöd. Und da zeige ich euch, was genau ich meine. Wenn wir uns dieses Brett hier als Beispiel mal anschauen, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass diese ganzen Kanten natürlich das gleiche Maß haben. Größtenteils. Hier sind noch ein paar schmalere Streifen drin. Das sieht in der Optik sehr schön aus, wie zum Beispiel hier, hier oder hier zum Beispiel. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wenn wir ein Stirnholzbrett herstellen, bei dem alle Kanten gleich sind, dann ist natürlich das Ziel, dass die Leimfuge übereinstimmt. Das bedeutet, dass hier diese Fuge überall gleich ist. Wenn wir jetzt halt eben keine Vorrichtung nutzen oder wirklich darauf achten, dass das Ganze in Flucht läuft, dann haben wir nämlich später sowas. Das eine Brett ist so, das andere Brett ist so und da oben haben wir halt eben keine schöne durchgängige Fuge. Ist das alles gleich unmäßig oder gleich ungleichmäßig, dann ist das gar nicht so schlimm. Aber wenn jetzt alles gleichmäßig ist und das eine Brett hier so ist und das andere Brett quasi hier wieder ist, dann fällt das auf und das ist halt eben doof. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen Holz nehmen und noch ein bisschen Holz nehmen und dann werde ich euch zeigen, wie wir uns hier Abhilfe schaffen werden. Und da werde ich es euch gleich noch demonstrieren, wie gut es halt eben auch funktioniert. Denn ich habe seit ganz, ganz langem mal Fichte-Kanthölzer gekauft. Mann, oh Mann, sind die teuer geworden. Die werde ich mal nehmen. Moment. Okay, ich hatte doch noch ein Stück Holz über. Das hier sollte Meranti sein, glaube ich zumindest mal. Das ist lang genug, wenn wir das in der Mitte halbieren, wenn wir es gleich ein bisschen herrichten. Hat das ein wunderbares Maß, dass wir das auch benutzen können. Dann kann ich mir die teuren Fichtenleisten noch ein bisschen aufheben, weil ich brauche die noch für ein anderes Projekt. Das werden wir einmal hobeln. Das ist auch gar nicht so wichtig, dass das exakte 90 Grad hat. Aber es ist halt eben wichtig, dass es halt eben einigermaßen gleichmäßig ist. Also feuern wir das jetzt einmal durch die Dicke. Hier ist diese blöde Kante drin. Ich wollte das Brett jetzt nicht noch weiter runterhobeln. Deswegen werden wir hier eine Phase anarbeiten. Die können wir irgendwie mit einbauen. Wie lautet ein weises Sprichwort? Heute schon an morgen denken. Das werden wir auch hier bei diesen Kanteln machen. Wir werden jetzt einmal ein bisschen lackieren, damit falls da noch Holzleim draufkommt, und das wird sehr wahrscheinlich,
dass er halt eben eher gelöst werden kann, wie als wenn wir die Oberfläche roh lassen. Deswegen einfach ein bisschen Klarlack drauf. Der muss auch nicht wunderbar sein. Aber mit so einem einfachen Sprühklarlack funktioniert das auch sehr, sehr gut. Ach, der ist schwarz. Mann, schon wieder der Fehler gemacht. Oh. Alter, das ist mir schon mal passiert. Ich hol Klarlack. Moment, kein schwarzer Lack. Klarlack. Manchmal lernt man aus den Fehlern und meistens nicht. Wenn ihr das Ganze schnell machen wollt, dann könnt ihr einen Ventilator davor stellen. Dann wird die Verdünnung noch schneller weggeblasen. Dann trocknet das echt in 5 Minuten. Ich habe jetzt aber ein paar Minuten Zeit, weil wir können uns dann jetzt um die Siebdruckplatten kümmern. Wie sagt man so schön? Ein neuer Tag, ein neues Sägeblatt. Schon wieder muss ich an diesem wunderschönen Frästich arbeiten, der eine richtig gute Absaugung hat, ohne dass er angeschlossen ist. Weil ich keine Rohre mehr habe und die neue Absauganlage noch nicht da ist. Nichtsdestotrotz werden wir uns davon nicht aufhalten lassen, jetzt hier ein paar schöne Fasen dran zu fräsen. Die Mittagspause ist vorbei, die Teile sind lackiert und ihr seht, glaube ich, schon, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben jetzt hier so unsere Teile vorbereitet, da müssen wir jetzt nur schauen, dass wir sie richtig montieren und das werden wir jetzt auch mal. Der praktische Werkstatthelfer ist jetzt fertig. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das an einem akuten Beispiel auch funktioniert. Seid gespannt. Als erstes muss hier natürlich mal Holzleim drauf. Ein kleiner Tipp, wenn ihr solche Franseln habt, ihr könnt da einfach wegschleifen. Da haben wir die später auch nicht im Leimbild. Und ihr seht, wir haben hier richtig schön viel Leim auf der Oberfläche und der verursacht halt eben oftmals, dass das alles wegrutscht. Aber mit unserem Werkstatthelfer wird das gleich nicht mehr passieren. Als nächstes können wir wie gewohnt unser Holz erstmal zurechtlegen. Da ist es jetzt auch noch gar nicht so entscheidend, wenn die Teile nicht perfekt bündig sind. Wir legen die so grob bündig nebeneinander und spannen das erstmal leicht zusammen und pressen hier auf die Oberfläche, damit wir erstmal in der Richtung gut stehen. Und jetzt kommt halt eben dieser Werkstatthelfer ins Spiel. Den legen wir jetzt hier drauf und können das jetzt so zusammenspannen. Ich habe jetzt auch schon gerade gesehen, dass ich an einer Stelle die Holzleisten so ein bisschen verschoben habe. Und jetzt bringe ich dann noch mehr Spanndruck aus, damit in der Mitte die Rohrschraubzwinge das Ganze erstmal hält. Jetzt kann ich diesen Werkstatthelfer wieder lösen. Und jetzt kann ich außen den Spanndruck ausüben. Und jetzt haben wir hier überall perfekte Leimübergänge. Richtig gesehen, ich habe mit den Stirnholzschneidebrettern nicht aufgehört. Da wird es auch die nächste Zeit noch ein bisschen was geben. Da wird ein bisschen was passieren. Was ich davon auf YouTube zeige, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, weil da ziemlich viele negative Stimmen gekommen sind. Deswegen zeige ich das mittlerweile primär auf Instagram. Wenn ihr das also so ein bisschen mitverfolgen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Und das soll es für heute gewesen sein. Tschüssi!